Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von Train zum World hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zengis. Ja, ich bin ja gerade mal kurz mit dem Sprinter zur Arbeit gefahren. Wir müssen natürlich mal wieder Zug fahren, ne? Hier in Train zum World. Das ist mal wieder ein Rangierdienst, ne? Also wieder so eine Aufgabe, wo ja alle Features quasi von Train zum World bedient werden. Rumlaufen, Lokomotive starten, Drehscheibe drehen, ankuppeln, Bremsen lösen, etc. etc. Na, wir werden es gleich sehen und dann gehen wir auch noch ein bisschen darauf ein. Aber es gibt auch ein ganz neues Thema und zwar Train zum World 2. Ja, das wurde jetzt angekündigt und darüber werden wir gleich ein bisschen quatschen, während wir hier arbeiten und das wunderschöne Wetter genießen. Ja, ich werde mich jetzt schweren Herzens von diesem Sprinter trennen, weil mein Traum ist immer noch, wenn ich ein bisschen Geld so beiseite liegen habe, dann mir so einen Sprinter mal zu holen und den zum Camper umzubauen. Ich weiß auch nicht, woher diese Wunschvorstellung kommt, aber gut, wir sind hier nicht zum Sprinterfahren, sondern zum Lokomotivenfahren. Und unsere Lokomotive steht in diesem Fall da hinten direkt vor den Toren von diesem Ringlokschuppen. Und zwar die Baureihe 204, allerdings hier im Design der Erfurter Bahnservice GmbH. Die hat nämlich hier diese Lokomotive mal virtuell quasi an die Aschaffenburger Hafenbahn ausgeliehen. Weil wir sind hier mal wieder auf dem Hafengelände von Aschaffenburg unterwegs. So, und jetzt würde ich mal sagen, starten wir das Ding. Und ein paar Worte zum Szenario. Das ist ja nämlich jetzt mal wieder so ein Szenario, was es eigentlich noch nicht geben dürfte. Weil in Train zum World 1 gibt es ja keinen Szenario-Editor. Allerdings hat der gute Mijos3 aus dem Razem Forum jetzt dieses Szenario zusammengebastelt. Wie gesagt, man kann basteln, glaube ich, dazu sagen. Das ist nichts Abwertendes, sondern das ist einfach eine provisorische Übergangslösung. Aber diese Pioniersarbeit ist bald nicht mehr vonnöten. Zum Glück. Ich glaube auch die Leute, die diese Szenarios machen, freuen sich über neue Features, weil Train Sim World 2 wird dann endlich den lang ersehnten Szenario-Editor mit sich bringen. Und da ist, glaube ich, die Freude recht groß, weil somit öffnet das die Türen für viele neue Szenarien, die hoffentlich dann noch besser ausgeschmückt werden können und eben auch für die Szenario-Ersteller eben nicht so dieses Gefühl von Provisorium vermitteln. Ich bin gespannt auf jeden Fall und schauen wir mal, was da kommt. Vor allem, es kommt noch ganz viel anderes Zeugs. So, jetzt erstmal diese Sonnenblende hier weg. Boah, die quietscht aber ganz schön. Und dann starten wir mal den Motor. Perfekt. Da läuft das Ding. Gucken wir einmal kurz, bremsen. Passt. So, und dann würde ich mal sagen, rollen wir langsam auf die Drehscheibe drauf. Abfahrt. Na, hinsetzen kurz. Und dann kann es schon losgehen. Ja, Train Sim World 2. Also im Endeffekt war es jetzt nichts Überraschendes, dass ein Train Sim World 2 kommt, weil ich meine, wir kennen das aus dem Train Simulator natürlich. Genauso wird es auch ablaufen, dass wir einfach immer wieder mit neuen Versionen gefüttert werden. Und ja, finde ich eigentlich mal gar nicht mal so schlecht. Vor allem die ganzen Sachen, die man sich gekauft hat, die werden natürlich dann auch weiterhin da laufen. Aber so bekommt man halt immer auch dieses Streckenbundle mal wieder. Genauso wie beim Train Simulator, wo man dann eben ja, zum günstigen Preis eben an die neue Version plus drei Strecken kommt. Und die Strecken für den neuen Train Sim World Simulator quasi, die stehen auch schon fest, weil da hätten wir nämlich einmal ja CSX Heavy Hole, na gut, kennen wir schon, aber jetzt das erste Mal halt auch für die Konsole und dann halt noch die wunderschöne Strecke Köln-Aachen mit ICE3 und da ich glaube, da werden die meisten schon hellhörig sein, weil das ist tatsächlich das, was glaube ich viele erwartet haben, weil endlich mal ein deutscher Schnellzug. Ja, da freue ich mich auch persönlich sehr drauf. Ja, und dann kommt noch halt ein anderes schönes Überraschungsding, und zwar The Londoner Underground, sprich ein bisschen U-Bahn fahren in Train Sim World. Und da bin ich auch persönlich sehr gespannt, weil ich glaube, dass so eine U-Bahn sehr gut rüberkommen kann hier in Train Sim World, weil mit Licht und Schatten und sowas kann man da eben doch noch einiges raushauen, was vielleicht beim Train Simulator nicht so gut rüberkam. Und da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt. Ja, dazu kommen dann noch so ein paar weitere Erneuerungen von der Physik her und die Grafik wird einfach generell nochmal ein bisschen aufgehübscht. Ein paar neue Features kommen hinzu, zum Beispiel
3D-Wolken, das, was man halt aus der Flugsimulation kennt, hat dann eben auch hier wieder Fuß gefasst, weil die Wolken, muss man ja ganz ehrlich sagen, die sahen immer sehr veraltet aus, fand ich. Also die sahen irgendwie nicht so passend aus, weil der Rest ist alles doch sehr schön geworden und die Wolken haben es dann irgendwie nicht so ganz. So, Drehscheibe wieder verriegeln, können wir wieder weggehen, machen wir wieder das Licht aus mit dem kaputten Schalter. Der Schalter hat einfach die falsche Drehachse. Die Achse, um die sich der Schalter dreht bzw. kippt, befindet sich halt hier irgendwo vor dem Schalter, wo man mit der Hand dran grapscht und nicht da. Naja, gut. Egal. Wie der Wendler sagen würde. So. Perfekt. Nein! Nein, 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 nein. Überhaupt nicht. Wir fahren schon weiter. So, ach, Tür ist noch offen. Jetzt haben wir gar nicht geguckt, ob hinten das Licht vollständig ist. Eigentlich müsste man das natürlich tun. Aber gut. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, die gibt es hier, glaube ich, noch nicht. Also das wäre eine Sache, die müsste eigentlich mal von einem Flugsimulator hier rüber schwappen. Oh, mit angezogener Bremse fährt es sich nicht so gut. Und zwar Ausfälle. Ausfälle beim Zug. Ich meine, es passiert immer mal wieder. Ich meine, jeder, der mit dem Zug fährt, wird es wissen, dass ein Zug kaputt geht. Und tja, das ist hier leider noch nicht simuliert. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel mal einen Bremsausfall oder sowas hätten oder, ja, was könnte man denn noch machen? Auch eine Glühbirne wechseln. Das wäre doch auch mal schon eine nette Sache, wenn man dann tatsächlich mal die Lichter checkt und dann fällt einem auf, ja Mist, der ist ja eins kaputt. Also das wäre auch noch so eine nette Sache. Oh, wir stehen noch voll auf der Weiche drauf. Na gut, da müssen wir noch ein bisschen vorfahren. So. Perfekt. Nee, aber Ausfälle wären auch eigentlich interessant. Aber das ist dann wieder sehr schwer zu simulieren. Ich meine, nicht umsonst gibt es in der Flugsimulation immer recht wenige Flugzeuge, zumindest vom Umfang her sowas eben dann mit sich bringen. Also meistens bringt es ja der Flugsimulator mit sich. Aber das muss halt dann auch wirklich gut abgestimmt sein und alles. Das muss stimmig sein, passend. Und da, das ist dann auch wieder ein schwieriges Thema. Aber das wäre vielleicht was für Drittentwickler, die dann Fahrzeuge eben ins Leben rufen, wo das vielleicht dann möglich ist. Das wäre ja was. So. Schau noch kurz, sie hat gerade so schnell beschleunigt, bin ich echt im Rangiergang. Rangieren, Tatsache. Okay, also jetzt geht's zurück. Da. Ich habe die Wagen gerade nicht gesehen. So, ganz vorsichtig. Wollen nichts kaputt machen. Wenn man aufsteht, sieht man halt besser. Ja, wir lehnen uns einfach mal aus dem Fenster raus. So. Ja, aber Ausfälle wären gut. Was wäre noch gut? Ein Funk? Ein vernünftiger Zugfunk. Und ein Multiplayer. Aber Multiplayer, mal schauen, wann der kommt. Also der war ja angekündigt. Also es hieß ja, es wird irgendwann ein Multiplayer kommen. Aber da warten wir immer noch drauf. Und da bin ich mal gespannt, ob da noch was kommt, wann da was kommt. So. Wunderbar. Dann können wir an dieser Stelle schon mal hier die Bremse entsperren. Ziehen wir die mal komplett an. Lösen die jetzt mal kurz. Können wir erstmal schauen, ob das alles passt. Und jetzt gleich müsste man nämlich eigentlich dann einmal kurz zum letzten Wagen gehen, was wir jetzt sowieso machen müssen, weil die ganzen Feststellbremsen sind nämlich noch angezogen. Weil wir müssen jetzt natürlich gucken, ob hinten auch Druck ankommt. Ja, okay, an der Physik muss man tatsächlich immer noch so ein bisschen was tun, weil manche Sachen verhalten sich noch nicht so wie gedacht oder wie gewollt. Aber so sieht das doch schon mal viel besser aus. Perfekt. So, jetzt können wir nämlich mal kurz entlang gehen. Moment, wir sehen hier die
Kann ich hier eigentlich noch was umstellen? Nee. Ich muss erstmal rausfinden, wo die Bremsen sind. Ah, da. So, die müssen wir jetzt alle lösen. Gelöst. Perfekt. Heieieiei. Ja, das sind auch wieder Aufgaben, ne? Jetzt müsste hier eigentlich noch so ein Feld sein, dass man dagegen treten kann, um zu gucken, ob die Bremsen gelöst sind. Oh, die Lokbremse habe ich angezogen, ne? Ja, die ist noch ein bisschen angezogen. Das ist gut zu wissen, weil sonst verselbstständigt sich so ein Zug gerne mal und das kann dann bitterböse enden. Aber da merkt man schon die Komplexität, ne? Also in den Kommentaren hat ja auch einer nochmal geschrieben, so ja, Rangierdienst und sowas, das ist nicht ohne. Und das glaube ich auch. Was ist das schön, ist das schön zugewuchert hier, ich mag das. Also es ist zwar eigentlich immer traurig für die Gleisanlagen, wenn die so richtig zugewuchert sind, aber irgendwie sieht es halt auch schön aus. Ich kann übrigens jedem nur empfehlen, mal so eine Wanderung auf einer stillgelegten Strecke zu machen, also die wirklich schon richtig stillgelegt ist. Also nicht nur selten Verkehr, weil auf, ja, in Betrieb sich befindenden Gleisen sollte man einfach nicht wandern, das macht man nicht. Aber so eine richtige zugewucherte Strecke, das ist schon echt schön. So, jetzt könnte man hier theoretisch kurz das Ventil öffnen und da wir ja die Bremsen gelöst haben, müsste ja in der Hauptluftleitung ordentlich Druck sein, sprich 5 Bar. Und dann zischt das hier einmal rum, man kriegt das Ding im schlimmsten Fall voll ins Gesicht und dann, ja, ist auch schon wieder gut. So, jetzt können wir nochmal hier entlang gehen. Und dann haben wir es auch gleich schon. Aber das ist halt so ein schönes kleines Szenario, wo man auch nicht viel Platz braucht. Also, ich fände es beispielsweise auch nicht schlimm, wenn jetzt ein Entwickler sich hinsetzt und eine Strecke baut, die wirklich ganz klein ist, aber dafür so richtig Rangier-Flair hat. Also wirklich, wirklich schön detailliert mit allem Möglichen. Ich meine, es gibt auch die kleinen Modellbahnanlagen, die nur einen Meter lang sind, wo man sich trotzdem nicht satt sehen kann, weil die so schön detailliert sind und ja, generell einfach so einen netten Eindruck machen. Sowas wäre hier auch cool. So, was können wir hier eigentlich machen? Beleuchtung, Führerraum. Ach, schade, dass wir das nicht bedienen können. Ich finde es manchmal so schade. Ich frage mich, warum manche Sachen dann nicht funktionieren. Weil ich meine, das ist jetzt der Dimmschalter, glaube ich, dann tatsächlich. Und das ergibt auch Sinn, weil man kommt ja hier raus, hier rein und möchte erstmal Licht haben. Und dann macht man halt hier direkt am Schalter das Licht an. So. Uff. Das wollte ich nicht. Ich habe die Bremse nochmal voll angezogen. Egal, dann sehen wir nochmal, ob der Druck auch stetig hält. Wunderbar. Und dann müssten wir jetzt eigentlich nur noch kurz aus dem Fenster hören, ob irgendwo noch eine Bremse angezogen ist und vor allem den richtigen Gang einlegen, sprich den Vorwärtsgang. Wunderbar, da höre ich nichts quietschen. Wunderbar. Ja, das kann man tatsächlich machen. Also es gibt ja auch Triebfahrzeugführer, die auf YouTube unterwegs sind. Und die empfehlen einen auch sowas immer zu machen. In der Realität zumindest. Aber hier ist es auch sinnvoll, weil festsitzende Bremsen hat man einfach nicht gern. Und das hört man meistens direkt am Anfang. Und es kann ja auch wirklich sein, dass man entweder vergessen hat, eine Haltebremse, beziehungsweise eine Parkbremse da zu lösen. Oder eben, es hat sich einfach da was festgesetzt, festgerostet, wie auch immer. Da muss man halt Obacht geben, weil sonst hat man einen Reifensatz auf dem Gewissen. Und so ein Reifensatz bei der Bahn, das ist brutalst teuer, das möchte man nicht, nicht zahlen müssen. Wunderbar. Das Tolle ist ja bei solchen Rangiersachen, jetzt könnte man das theoretisch richtig ausreizen, dass es richtig komplex wird und ich weiß nicht was. Aber schön. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr seid auch gespannt, was mit Trainsmall 2 kommt. Aber nur nochmal zur Beruhigung. Natürlich wird alles, was jetzt für Trainsim World 1 gekauft wurde, auch weiterhin nutzbar sein.
halt nur abwärtskompatibel wird es natürlich nicht sein. Aber die neueste Version, die kriegt man natürlich automatisch wieder mit dazu. Nur eben, ohne die Strecken. Die muss man sich natürlich kaufen. Aber gut, das Modell kennen wir 1:1 aus dem Train Simulator und ja, ob man es gut findet oder schlecht findet, sei jetzt wieder jedem selber überlassen. Aber es hat zumindest bis jetzt immer recht gut funktioniert. Und ich denke, bei dem Konzept werden sie auch genauso bleiben. Und dann können wir gespannt sein, was dann da noch so für Strecken kommen und Möglichkeiten, die uns dann hoffentlich ordentlich amüsieren werden. Ich fand das Szenario auf jeden Fall ganz nett. Das war ein sehr entschleunigendes Szenario, also um runterzukommen und ein bisschen zu entspannen. Hat mir gefallen. Und meine Güte, hier der Erfurter Bahnservice, der hat ja echt wahnsinnig viele Lokomotiven hier im Petto. Da steht schon die dritte ihrer Bauart hier rum. Wahnsinn. So, haben wir es, würde ich sagen. Wunderschön. Und mit diesem wunderschönen Anblick von dem Zug, wie er hier steht, will ich mich jetzt auch schon verabschieden und sagen, tschüss, bis dann, euer Zengis. Wobei, müssen die Lok, glaube ich, noch abkuppeln und aufs Gleis 400 noch was fahren, oder? Wo ist das denn jetzt? Ne, ich glaube, das haben wir geschafft. Das ist das Gleis 403. 401? Jetzt bin ich irritiert. Egal, wir belassen es hierbei auf jeden Fall. Und ich sage tschüss, bis dann. Euer Zengis.